Einen wunderschönen guten Abend. Zu nachtschlafender Stunde melde ich mich, weil ich mich ganz spontan mit denjenigen, die jetzt noch Zeit und Muße haben, und äh, ja, welche Stunde wäre denn besser geeignet, sich mit dem Geheimnisvollen zu beschäftigen, wenn wir denn schon, ja, fast auf Mitternacht zugehen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sehe, ein paar haben sich hierher verirrt pascal ist da ja pascal es geht um geomantik nicht um geomantie ich komme gleich drauf und ähm, ja herzensmensch ist wieder da einen schönen guten abend und sojala auch also einige der üblichen verdächtigen sind wieder hier dabei und hier am runenbrunnen treffen wir uns ausnahmsweise mal nicht wegen der runen obwohl Einige Leute sagen, dass das, was ich euch gleich zeige, möglicherweise ein, ähm, ein Ursprung der Runen gewesen sein könnte. Dazu aber in einer anderen Episode mehr. Ja, ihr habt richtig gehört, ich möchte mehrere Episoden zu diesem Thema machen. Geomantik. Ähm, und heute, sozusagen als Auftakt, möchte ich eigentlich überhaupt nicht viel darüber erzählen, was Geomantik ist, woher sie kommt und so weiter, sondern ich möchte, dass ihr ähm, einfach euch mal auf ein kleines Experiment einlasst. Ähm, dazu braucht ihr nichts weiter als ein Blatt Papier und einen weichen Stift. Ein weicher Bleistift zum Beispiel, wenn ihr sowas zur Hand habt oder... Ein weicher Filzstift, irgendetwas Weiches, mit dem ihr, was das eben euch nicht, wenn ihr damit zeichnet, euch nicht so sehr ablenkt, weil es ein Geräusch macht oder etwas in dieser Art. Also ein Blatt Papier, schaut doch mal, ob ihr sowas griffbereit habt, während ich jetzt noch ein paar Worte verliere und einen solchen Stift, dann könnt ihr nämlich an dem Experiment teilnehmen. Ja, so viel erstmal dazu. Was ist Geomantik? Ich möchte es ganz, ganz kurz machen, denn es soll eine eigene Episode zur Geschichte der Geomantik dann geben. Aber nur damit ihr ungefähr einsortieren könnt, worum es jetzt gleich geht. Geomantik ist eine Orakeltechnik und zwar eine mantische Methode, wie sie in den früheren Zeiten ähm, ja von vielen Menschen, die sich äh, da, die da in solchen mantischen Methoden bewandert waren, auch beherrscht wurde. Ähm, Anna, groß genug, damit du schön und ohne drüber nachzudenken, äh, äh, darauf zeichnen kannst. Also äh, DINA 4 ist sicherlich besser als DINA 5. Einfach ein großes Blatt Papier. Ähm, nein, claudia so du hast noch nichts Wichtiges verpasstet. Ich plänkele sowieso noch ein bisschen dahin, bis die meisten von euch eben sich ein solches Blatt Papier und einen Weichenstift besorgt haben. Geomantik, der Name, der ähm, leitet sich ab von zwei Wörtern. Mantik, wie gesagt, Orakelkunst, Divination würde man vielleicht sagen. Etwas, was wir seit der Antike und darüber hinaus kennen. Menschen versuchen, mit Hilfe bestimmter Techniken, sei es der Astrologie, sei es dem Kartenlegen oder wie auch immer, einen Blick in das Zeitgeschehen zu werfen. Und äh, Zeitgeschehen im Sinne von was ist jetzt gerade los, was ist gerade wichtig, vielleicht auch eine Frage über ein Ereignis in der Vergangenheit und natürlich auch die Frage nach der Zukunft. Und äh, Geomantik bedeutet, dass die Vorsilbe geo leitet sich von Gaia ab, der Erde. Und deswegen ist Geomantik, könnte man übersetzen, einfach mit dem Erdorakel. Dies, was ich euch heute vorstellen werde, nannte man früher auch punktierkunst. Und ähm, ja, warum Punkt Tierkunst, das erfahrt ihr gleich und das werdet ihr gleich merken. Ähm, es hat aber mit der, dem, was wir heute unter Geomantie verstehen, nicht sehr viel zu tun. Denn die Geomantie, wie wir sie heute finden in der Literatur und natürlich auch weit verbreitet, die beschäftigt sich ja eben mit den Kräften der Erde, vielleicht mit Kraftorten oder mit Leylines oder etwas ähnliches. Also, das ist das, was wir heute unter Geomantie verstehen. In früheren Zeiten war es eben nicht so, da war Geomantie und Geomantik eins, beides bezog sich auf dieses Erdorakelsystem. Und wir werden uns sicherlich vielleicht in einer Episode damit beschäftigen. Gibt es da eventuell doch Zusammenhänge? Wie kommt es dazu, dass sozusagen die Geomantie, äh, wie wir sie heute kennen, den Begriff verwendet, wie wir ihn eben aus der Orakelkunst kennen? Auch das ist ein spannendes Thema. Also, jetzt habe ich genügend geredet. Es geht also um eine Orakelkunst, die sich auf die Erde bezieht. Sie hat ihren Ursprung. In, äh, sie hat ihren Ursprung in, in Afrika, so, so viel weiß man. Also zumindest gibt es da die frühesten Aufzeichnungen. Aber es ist auch im Rom bekannt gewesen, in Griechenland bekannt gewesen. Und ähm, äh, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, historisch wie gesagt, werde ich da nochmal was eigenes dazu machen. Ja, und ihr sollt natürlich davon profitieren, denn ähm, ihr dürft euch heute... Eine, ja, ihr werdet heute selbst eine geomantische Figur erschaffen. Ich erkläre euch gleich, wie das geht. Und ähm, am besten wäre es, wenn ihr ähm, euch ähm, ja, ganz unverblümt und ohne irgendwie großartig darüber nachzudenken, mal darauf einlasst, was dann passiert. Ich werde auch heute keine großartigen Interpretationen machen, sondern ich möchte einfach nur, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was eine geomantische Figur ist. Habt ihr denn alle ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand? Dann lasst euch erst mal von mir zeigen, worum es geht. Also ich habe ja auch meinen Stift und im Hintergrund ist mein Blatt Papier. Ich werde das Ganze hier mit technischen Hilfsmitteln simulieren, damit ihr, das, damit ihr das auch sehen könnt, wie das funktioniert. Zunächst einmal fokussiert ihr euch nicht wirklich auf eine bestimmte Frage oder auf irgendetwas. Das kommt alles später. Wir wollen jetzt einfach nur vielleicht eine Antwort auf die gegenwärtige Situation bekommen. Also das heißt, ich bitte nun dieses Erdorakel mir zu offenbaren, was gerade vielleicht prägend maßgeblich für meinen aktuellen Zustand ist. Einfach eine kleine Botschaft. So, darauf kann ich mich kurz einstimmen. Wir werden in späteren Episoden sehr komplexe Techniken kennenlernen, wie man das Ganze dann nutzen kann. Ähm, die Geomantie, die ja der Erde zugeordnet ist, verspricht sehr konkret zu sein. Also das heißt. Ähm, es gibt da auch die Möglichkeit oder ich habe darüber gelesen, dass manche Leute damit verlorene Gegenstände wiederfinden wollen und so weiter. Wir wollen aber, wie gesagt, heute erstmal überhaupt ein Gefühl für eine solche geomantische Figur bekommen. Ihr nehmt also bitte euer Blatt Papier und euren Bleistift und jetzt schaut, was ich tue. Ohne dass ich hinschaue auf das Blatt Papier und ohne dass ich mich in irgendeiner Art und Weise darauf konzentriere. Und in, am besten ist es, ich rede einfach weiter, denn dann ist mein Bewusstsein abgelenkt. Und ähm, ich fange nun einfach an, ähm, eine Reihe von Punkten oder Strichen auf das Blatt Papier zu zeichnen, ohne dabei zu zählen und einfach, wie, sich mi, wie meine Hand geführt wird, in welchem Fluss auch immer sie sich befindet. Schaut mal einfach so. und irgendwann stoppt das ganze irgendwann habe ich das Gefühl ich habe genügend Striche gemacht dann mache ich eine zweite Zeile und schließlich eine dritte Zeile und ihr achtet einfach darauf dass ihr nicht mitzählt sondern dass ihr vielleicht woanders hinschaut ganz unfokussiert und entspannt malt ihr diese vier Linien auf Jetzt wisst ihr auch, warum es Punktierkunst heißt, weil man da natürlich auch Punkte machen kann. Und man hat früher, und man kann das auch heute natürlich noch machen, dazu einen Stab genommen, einen Stock genommen und hat das in die Erde geschlagen. Also man hat in den Sand geschlagen. Also ihr könnt euch auch so ein Brett aus Sand nehmen und dann könnt ihr einfach Punkte hinein drücken, ganz schnell und ohne zu zählen. Macht das einfach mal kurz für euch. Ähm, beginnt einfach schon mal damit und am besten hört ihr mir dabei zu, während ihr diese vier Punkte rein oder Strichel rein macht. Ähm, ja, das wäre jetzt sozusagen eure allererste Aufgabe, indem ihr mir gleichzeitig zuhört, ist euer Bewusstsein abgelenkt und ihr könnt einfach diese vier Zeilen machen. Das sollten nicht zu wenige Linien sein, nicht zu wenige Strichel sein, also sollten vielleicht so über 10, 12 hinausgehen, aber auch nicht zu so viele, also mehr wie 25, 30 sollten es dann auch nicht sein. Aber wie gesagt, zählt nicht mit, habt es einfach im Gefühl und während ihr nun ähm, da mitarbeitet, ähm, es sollen... Gerade rein sein, also keine Runden. Also sie sollen einfach wie vier Zeilen, die untereinander sind. Wichtig ist, es sind vier Zeilen, die untereinander sind. Das ist wichtig. Also ihr müsst eine erste Zeile haben, eine zweite Zeile haben, eine dritte Zeile haben und eine vierte Zeile haben. Und dass die untereinander sind, das hat seine Bewandtnis. Also in so einem Fall. Ähm, habt ihr einfach vier Reihen gemacht. Ihr könnt natürlich das Ganze jetzt auch sehr experimentell einfach mal machen. Das muss nicht auf Anhieb einfach klappen. Und vielleicht macht ihr es dann später noch einmal ganz für euch, wenn ihr sozusagen verstanden habt, wie das funktioniert. Aber ich denke mal, das ist relativ einfach. So. Gebt mir einfach mal kurz Bescheid, wenn ihr diese vier Reihen gemacht habt. Einfach nur kurz ein, ein, äh, einen kleinen Kommentar. Ja, hab's gemacht oder wie auch immer fertig oder wie auch immer. Damit ich ähm, euch dann gleich sagen kann, was der nächste Schritt ist. Genau, wunderbar. Ja, ich sehe schon, die Essen sind fertig. Und ähm, gut, dann lasst euch mal überraschen, wie es weitergeht. <laughs> Ihr nehmt jetzt einfach euren Stift. Und nun streicht ihr immer paarweise, also immer zwei Strichlein durch. Also so, wie ich das jetzt hier mache. Dann müsst ihr sie nämlich nicht zählen. Ich sag euch gleich, was dabei rauskommt. Immer zwei zusammenfassen. Genau so, wie ich das hier mache. So. Wenn jetzt kein Strich übrig bleibt, ja, dann habt ihr gewissermaßen eine gerade Zahl erreicht mit euren Strichen. Dann malt ihr daneben zwei Punkte. Genau. Jetzt machen wir das mal mit der zweiten Reihe. Und da seht ihr, ein Punkt bleibt übrig. Dann ist es eine ungerade Zahlenreihe. Macht das mal hier ein bisschen schöner. Und dann malt ihr einen Punkt. Ganz einfach eigentlich. So, und nun mache ich die dritte Reihe. Ihr könnt das jetzt parallel auch schon mal bei euch mitmachen. Bei meiner dritten Reihe ist es wieder eine gerade Zahl. Dann mache ich zwei Punkte. Und dann die letzte Reihe. Da habe ich richtig viele Striche gemacht. Das dauert deswegen so ein klein bisschen. Immer wieder zwei Striche zusammenfassen, das ist die einfachste Methode und ich habe nochmal eine gerade Zahl. Und dann mache ich nochmal zwei Punkte. So, und nun habt ihr eure geomantische Figur. Bei mir ist die geomantische Figur, ich male sie einfach hier unten nochmal hin. Sieht so aus. Oben zwei Punkte, in der zweiten Zeile ein Punkt dann in der dritten Zeile zwei Punkte und in der vierten und untersten Zeile auch noch mal zwei Punkte. Dies ist gewissermaßen meine gefundene geomantische Figur. Die wird bei euch möglicherweise anders aussehen oder sogar sehr wahrscheinlich. Denn wenn ihr euch mal ausrechnet, dann können auf diese Art und Weise 16 verschiedene Figuren entstehen. Wir sprechen also von 16 geomantischen Figuren. Jede dieser Figur hat eine Bedeutung. Jetzt ist es nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt hier darstelle. Man macht nicht einfach eine Figur und dann deutet man die. Wenn man das richtig macht, wie es die Überlieferung will, dann macht man mehrere Figuren. Aber wir wollen ja heute Abend, wie gesagt, überhaupt nur mal überhaupt ein Bild davon bekommen, was eine gemantische Figur ist. Wir können zum Beispiel jetzt schon anfangen, mal zu gucken, was wäre denn die kürzeste, wenn man da hier so Verbindungen machen würde zwischen den Punkten, dann sähe das möglicherweise so aus. Ja, und ähm, jetzt, wie gesagt, gibt es 16 verschiedene geomantische Figuren. Und ich würde euch gerne einfach mal, ohne dass ich jetzt ähm, da weiter in die Deutung reingehe, denn das möchte ich mir gerne dann für ähm, eine andere Episode ähm, aufheben. Und ich möchte ja auch, dass ihr... Ähm, dass ihr nicht, dass ihr auch irgendwann zu Bett gehen könnt. Und ähm, dann nehmt ihr einfach mal die Figur und ich, ich schlag euch, ich gehe jetzt mal alle 16 Figuren schnell durch. Dann wisst ihr, welche Figur ihr, ähm, welche Figur ihr gestaltet habt. Und dann könnt ihr dann mal in Ruhe einfach mal drüber nachdenken. Ich würde euch übrigens empfehlen, wenn ihr nicht schon mit geomantischen Figuren gearbeitet habt der Versuchung zu widerstehen, bei dieser Figur, die ihr jetzt gemacht habt, ähm, nachzuschlagen, vielleicht zu googeln, was das bedeuten könnte. Da werdet ihr sicherlich, ähm, da werdet ihr sicherlich Dinge finden dazu. Aber ich möchte ähm, euch eher auf eine andere Art und Weise später dahin führen. Wichtig ist, lasst diese Figur einfach mal auf euch wirken. Und ihr bekommt jetzt ein Schlagwort dazu. Und dieses Schlagwort, das möge euch als Inspiration dienen was diese Figur, die ihr nun gerade mit Hilfe eures ja unbewussten geschaffen habt, denn wenn wir äh, diese Linien, diese Striche machen, dann arbeitet in dem Moment unser unbewusstes, nicht unser Bewusstsein. Und äh, deswegen ist diese Figur ein Ausdruck unseres Bewusstseins. Schauen wir mal, was für Figuren man haben kann. Wir fangen mal an mit dieser Figur hier und schauen wir mal, ob jemand von euch diese Figur hat. Ja, hat jemand diese Figur aus seinem, ähm, aus seinem ähm, Orakel herausgefunden? Diese Figur heißt Victoria. Moment, ich schau mal ganz kurz, dass ich das in der richtigen Reihenfolge auch mache. Ja, ähm, sie heißt Fortuna Major. So, jetzt haben wir Und steht für... Ja, Fortuna Major, das große Glück. So kann man es sagen. Und steht eben für Victoria für Sieg. Ja? Gut, dann haben wir die andere Figur, die dazu gehört. Es wäre genau... Das Gegen, also die umgekehrte Variante. Hat die jemand von euch? es ruhig äh, sagen. So. Mach das mal ordentlich hier. Das ist Fortuna Minor. Das kleine Glück. Beide sind aber mit dem Thema Glück verbunden. Gut. Jetzt haben wir eine Figur, die durchaus auch vorkommen kann. Wenn wir nämlich nur ungerade Linien haben, wo male ich die jetzt hin? Hier. Dann könnte genau diese Figur herauskommen. Und da sieht man schon, was man da drin erkennen kann. Wenn ich die jetzt hier so miteinander verbinde, dann wundert es nicht, dass diese Figur via heißt der Weg. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Das ist mal euer Impuls. Wer diese geomantische Figur erstellt hat, der hat die Figur ähm, des Weges bekommen. Genau, Marina, äh, du hast richtig erkannt. Da wäre jetzt die Rune Isa zum Beispiel ähm, ein Pendant, ja, könnte man sagen. Wir können aber auch nur gerade Zahlen bekommen haben. Dann sieht unsere Figur so aus. Und diese Figur nennt sich Populus. Das Volk. Ich verbinde das gleich mal. Also wir könnten die wir haben, der Weg, oder Populus, das Volk. Wenn ich übrigens Fortuna... Ne, wenn ich übrigens Fortuna Major miteinander verbinde, dann bekomme ich so etwas. So kann man sich das vielleicht auch merken. Es könnte wie ein Kelch sein. Ja? Und ähm, ja, Anna, wenn du nur gerade Zahlen hast, dann kommt bei dir die Figur Populus am Ende heraus. Und man könnte Fortuna Minor auch als Kelch sehen, aber eben einen, der ähm, nach unten weist, wo eben der Inhalt ähm, sich... Er gießt aus dem Kelch. Ja. Wenn wir wir sagen, dann haben wir eben den Weg, eine gerade Linie und Populus. Das könnte man ja auch einfach so sehen. Das ist das Maximum, was man haben kann, wenn man nur gerade Zahlen hat. Dann hat man im Grunde genommen ähm, die Populus. Also die Figur Populus und damit das Volk, die Menge. Also viel könnte man nachdenken darüber, was das für einen bedeutet. So, ich ähm, gehe mal weiter. und wir schauen uns die nächsten vier an man könnte zum beispiel zuerst gerade haben dann ungerade dann wieder gerade und ungerade diese figur heißt acquisitio sie haben also alle lateinische namen in erster linie acquisitio acquisitio könnte man übersetzen mit so etwas wie gewinn. ja. und ähm, wenn wir sie miteinander verbinden, dann bekommen wir so etwas. und einige von euch, die sich mit runen beschäftigen, erkennen da vielleicht auch eine rune darin, nur umgekehrt. es ist äh, die rune othala. natürlich könnten wir diese figur auch um umgekehrt bekommen. dann ist es diese position, Wenn wir das miteinander verbinden, dann haben wir tatsächlich die Rune Otala. Ja, aber diese Figur heißt Amissio. Das hat eher mit dem Gegenteil von Gewinn zu tun, nämlich das Thema Verlust. Man könnte sagen, Acquisitio ist die geomantische Figur, die sagt, du bekommst etwas. Und Amissio ist die geomantische Figur, die sagt, du gibst etwas her. Daher das Thema Verlust. Da merkt ihr schon, die Rune Othala hat eine ganz andere Bedeutung an dieser Stelle. Wir werden vielleicht, wenn ich die einzelnen geomantischen Figuren ausführlicher vorstelle, nochmal drauf eingehen. Wir gehen weiter. Die nächste, das nächste Paar ist oben eine gerade und dann drei Zeilen eine Ungerade. Uh, oben eine ungerade und drei Zeilen eine gerade. Umgekehrt wäre es tatsächlich dann so, die umgekehrte Figur, die würde eher so ausschauen. Ja, und das Interessante ist, dies hier ist Letizia und das hier ist Tristitia. Das eine ist also die Freude, das kennen wir bei den Runen auch. Das ist unsere Wunjo, die sieht natürlich ganz anders aus. Und wir haben bei den geomantischen Figuren eine, äh, auch eine, die Traurigkeit bedeutet, Tristitia. Ja? Trauer bedeutet. Lasst euch mal noch nicht so sehr von diesen Begriffen verführen, es in eine positive oder negative Richtung deuten zu wollen, sondern lasst es einfach mal so stehen. Die Rune, die ihr jetzt hier für euch gefunden habt. Sie soll eher so etwas sein wie eine Rune, die vielleicht eine Botschaft für den, für den aktuellen Augenblick ähm, euch liefert. Also nichts, was jetzt in irgendeiner Form mit Zukunft oder einem anderen wichtigen Thema zu tun hat. Kommen wir zum den nächsten Runen. Ich muss immer ein bisschen schauen, dass ich auch die richtige Reihenfolge einhalte. Und da haben wir dieses hier. Ungerade, gerade, ungerade, ungerade. Und das Gegenstück dazu ist diese hier. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Pascal, ähm, dann ist das die Rune, die, äh, das, nee, Rune sage ich schon, dann ist das die äh, geomantische Figur, die du gefunden hast. Ich mache mach das mal hier ein bisschen weiter nach unten. So. Damit man das besser sehen kann. Ja, diese Figur hier. Und diese Figur hier. Ein bisschen ausschaut wie so ein fliegender Drache. Und äh, diese Figur heißt Puella, das Mädchen. Und diese entsprechend Puer, der Junge. Wie gesagt, lasst es einfach mal so stehen. Ich möchte da noch nicht wirklich darauf eingehen, was sie für einzelne Bedeutungen haben. Nehmt es einfach mal als Impuls und versucht selber herauszufinden, auch aus der Gestalt der geomantischen Figur heraus, was es für euch gerade im Augenblick bedeuten könnte. So, dann kommen wir zu einer, wie ich finde, sehr wichtigen geomantischen Figur. Das ist diese hier. Und dann die Gegenfigur dazu. Und da sehen wir schon, hier könnte man sagen, hier begegnen sich zwei Bögen. So in etwa könnte man es... Ähm, sehen deswegen ist diese figur konjunktio die verbindung diese figur hingegen die umfasst eine ja die umklammert einen freien raum einen leeren raum und ähm, diese geomantische figur heißt karze das gefängnis also hier sprechen die beiden geomantischen, ähm, die, ähm, die, die Bezeichnung der geomantischen Figuren äh, bilden gewissermaßen das Bild, das diese Figuren ähm, abgeben, bilden dieses Bild ab. Ja, könnte eine Art Ingwas sein, aber die Ingwas wäre ein bisschen kleiner und schmaler. Ja, also hier sehen wir ähm, eine ganz eigene geomantische Figur. Es ist ähnlich, da hast du recht. So kommen wir zu den letzten vier geomantischen Figuren. Und da haben wir einmal die Figur, die mit einer geraden Oben beginnt und dann nur ungerade hat und daher diese Figur abbildet. Und entsprechend gibt es natürlich eine Figur, bei der das genau umgekehrt ist. Und dann sieht sie so aus. Also, das eine ist die Kaput Draconis. Und das ist die Kauda Drakonis. Das ist der Drachenkopf, Caput Draconis, und die Carre Draconis, der Drachenschwanz. Und damit sind zwei wahrscheinlich astrologische Begrifflichkeiten gemeint. Das sind nämlich die beiden Mondknoten, die werden nämlich auch so genannt. Diejenigen unter euch, die astrologisch einigermaßen visiert sind, die werden diesen Ausdruck kennen. Aber hier in der ähm, Geomantik, in der Geomantik haben sie nochmal eine eigene Bedeutung. So, dann haben wir, was fehlt uns denn noch? Ja, dann fehlt uns natürlich noch diese, ähm, fehlt uns diese noch zu guter Letzt, Moment, zweimal diese hier. Und das Gegenstück dazu? So, und diese beiden heißen Albus und Rubeus. Albus, das Weiße. Rubeus das Rote. Und da merken wir schon, da geht es um möglicherweise alchemistische Begriffe, denn die Farben Weiß und Rot passen gut auch in der lateinischen Version Albus Rubeus zu alchemistischen Gedanken gut. Und da merkt ihr schon, dass diese ganze Geomantik auch übergreift in verschiedene andere Traditionen der mantischen Künste, zum Beispiel eben in die Alchemie, aber auch in die Astrologie. Und wenn ich dann so nach und nach mal alle geomantischen Figuren durch habe, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auch so paarweise machen werde, ähm, möglicherweise nach astrologischen Paaren, also nicht jetzt nach solchen Paaren, die jetzt eher grafisch sich ergänzen. Ähm, sondern da werde ich mir doch was einfallen lassen, dann werde ich noch genauer natürlich auf die einzelnen Bedeutungen eingehen. Es wird auch eine Episode geben, wie man ein komplettes geomantisches Orakel entwickelt. Das ist nämlich mehr als einfach nur ähm, eine geomantische Figur zu ähm, entwickeln, sondern da geht es dann darum, wirklich die auch auseinanderzuentwickeln. Man könnte sagen, wir, ähm, wir entwickeln mehrere geomantische Figuren und die werden dann wieder miteinander kombiniert, sodass neue Figuren daraus entstehen. Das mal nur ganz grob. So, das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute zeigen wollte. Wie gesagt, ganz spontan, ähm, ich hatte es schon lange vor und mir vorgenommen, euch das zu zeigen. Und ähm, vielleicht arbeitet das. Jetzt ähm, äh, in euch ein bisschen weiter, vielleicht könnt ihr mit diesen Begrifflichkeiten auch etwas anfangen. Ähm, und ähm, Anna fragt noch, was hat das jetzt mit der Erde zu tun? Es hat damit zu tun, dass man eben dieses Orakel ursprünglich in der Erde oder auf die Erde zeichnete. Das ist der Hintergrund, warum es Erdorakel heißt. Das heißt, man schlug mit einem Stab in den Sand oder auf die Erde, um diese Punkte zu errechnen. Man setzte sich möglicherweise vor seine Haustüre und dann sah man den Staub vor sich und dann schlug man mit dem Stab einfach ganz schnell vier Reihen und Punkte, vier Reihen von Punkten in die Erde und dann entwickelte man diese Figuren. Also das heißt, es ist ein Orakel, das aus der Erde kommt. So wie Astrologie ein Orakel ist, wenn man so will. Es ist nun kein Orakel im Allgemein Sinn, aber wir können es als mantische Technik nehmen, dann schauen wir eher in den Himmel. Beim Erdorakel, bei der Geomantik, schauen wir eher auf die Erde. Ja, das war ähm, mein erster Impuls für euch ähm, und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr bei dieser kleinen Serie, bei diesem kleinen Kurs in Geomantik auch die nächste Folge anschauen wollt. Alles, was ihr tun müsst dazu, ist die Geheimnisakademie hier auf YouTube oder auf Facebook zu abonnieren. Und wenn ihr die nächste Episode nicht versäumen wollt, dann aktiviert auch die Glocke, wie es so schön heißt, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es weitergeht. Weil ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig ich das mache, einfach immer wieder mal eine Episode dazu. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mit diesem kleinen Experiment dabei seid. Ihr könnt gerne, ich werde dazu einen Community Post machen, in dem Community Post oder einfach auch hier unter dieses Video einfach eure Gedanken dazu ähm, könnt einfach sagen, welches war eure geomantische Figur, was ist euer Gedanke dazu? Und dann können wir so nach und nach eine kleine ja eine kleine Reise durch diese uralte vergessene Technik äh, der Orakelkunst machen und uns überlegen, ob sie für uns Heutige sogar wieder nützliches und es vielleicht sogar interessant sein könnte, sie wiederzubeleben. Sie ist, wie gesagt, alterwürdig, ist also nichts, was jetzt irgendjemand sich jüngst ausgedacht hat, sondern etwas, was ähm, bis äh, tief in die Vergangenheit der Orakeltechniken zurückreicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Nacht und äh, vielleicht eine wunderbare Inspiration und wir sehen uns. Ganz bestimmt bald wieder, entweder zu diesem oder einem anderen Thema in der Geheimnisakademie.